Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf unserem Kanal Sofort im Bereich. Ja Leute, wir sind jetzt schon einen Tag lang in der Season 10 und ich sage jetzt erstmal ein paar Aspekte, die ich gut finde an der Season 10 und dann sage ich ein paar Aspekte, die schlecht sind an der Season 10. Fangen wir nochmal an mit den guten Aspekten. Und zwar die guten Aspekte ist ganz klar der Battle Pass zum Beispiel. Der Battle Pass gefällt mir sehr gut. Also die Skins, alles gefällt mir eigentlich in diesem Battle Pass. Vor allen Dingen finde ich diesen Drachen hier geil. Also sehr geil. Hier haben wir den Ultima Ritter. Der ist auch mega heftig. Und wirklich, der Battle Pass ist wirklich einer der geilsten. So, jetzt kommen wir auch noch mal zu einem guten Aspekt, zum Beispiel die Map. Die Map gefällt mir auch gut, weil man zum Beispiel näher Fabrik oder näher Salty landen kann und dadurch dann halt viele Kills machen kann und trotzdem Waffen hat. Ja, jetzt kommen wir aber zum Schichtenaspekt. Zum ersten wäre noch zu erwähnen, dass die Roboter extrem stark sind, also wirklich extrem stark. Du baust dich mit einem Gegner nach oben, also du hast ein ganz normales Battle mit einem, kommt ein Roboter von der Seite und springt einfach auf dein Battle drauf und dein Battle ist tot. Ja, das ist natürlich nicht wirklich toll, weil dieser Roboter dich eigentlich fast one-shottet. Ja. Dann hat er noch diese Raketen, die Shotgun. Das ist einfach viel zu OP. Zum anderen wäre dazu sagen, dass die Season sehr stark auf die Grafikkarte, also die Grafikkarte hat oft genug Standbilder, was sie in der letzten Season nicht gehabt hatte. Und die Grafik ist nicht wirklich besser geworden, muss ich jetzt sagen. Die Grafik ist nicht besser geworden, aber die Grafikkarten haben trotzdem oft Standbilder, sieht man auch bei anderen Streamern. Und ja, dann möchte ich nochmal ein Leak zu einer Season 10 sagen. Und zwar soll wahrscheinlich die Double Pump zurückkommen. Denn wenn wir jetzt einfach mal in Battle Pass zu Stufe 85 gehen, sehen wir einen Double Pump Banner. Dieser Double Pump Banner ist, ja, ein Indiz dafür, dass, ja, Double Pump zurückkommen könnte. Weil wir auch noch durch die Zeit reisen und so in Season 4, da wo der Komet ja noch nicht eingeschlagen ist, ist natürlich die Double Pump drin gewesen in Season 4. Und, also es ist ja kurz bevor der Meteor eingeschlagen ist, also in Season 4. Und da war Double Pump auf jeden Fall drin. So. Ja, was soll man noch sagen? Sonst gibt's, also habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und ja, bis dahin, haut rein und tschüss.